Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Erstes Brugger Zeltfest war großer Erfolg. Florianitag der Freiwilligen Feuerwehr in Bruck an der Mur und Frühlingskonzert in der Evangelischen Kirche von Bruck. Das erste Brugger Zeltfest hier auf dem Hauptplatz eröffnete die Band Steirer Herz. Ermöglicht wurde dieses Fest durch die Zusammenarbeit und Initiative dreier Brugger Gastrobetriebe, Caliente, Segafredo und Blankin und der Stadtgemeinde. Daniel Düsenfritz sorgte im Vorfeld ebenfalls für Stimmung, denn inzwischen waren auch viele HC-ECE-Bulls-Fans gekommen, um bei der Meisterfeier dabei zu sein. Immerhin schafften es die Brucker Handballer bis in die höchste Spielklasse. Hans Strassecker, enorme Stimmung bei der Meisterfeier, beim ersten Zeltfest. Nicht nur die Brucker sind Erster, auch das Zeltfest ist das Erste. Ja, eine Idee unserer innovativen Brucker Wirte, das erste große Brucker Zeltfest hier am Brucker Kolermann-Wallisch-Platz. Und das bietet sich natürlich toll an, das mit der Meisterfeier unserer erfolgreichen Handballer zu verbinden. Jetzt ist es ja wichtig, auch wenn man in eine höhere Liga aufsteigt, in dem Fall in die höchste Liga Österreichs, auch diese Platzierung dort zu halten, um nicht wieder, wie man so schön sagt, die Liftbewegung rauf, runter zu nehmen, sondern wirklich oben zu bleiben. Ja, selbstverständlich muss das das Ziel sein. Das erste Jahr ist meist das schwierigste Jahr. Und hier ist natürlich die Vereinsführung und auch die Spieler entsprechend gefordert. Es wird notwendig sein, ein wenig aufzurüsten, den Kader ein bisschen aufzubauen. Aber ich bin überzeugt, es gibt einen tollen Grundstock in der Mannschaft und ich bin überzeugt, dass das gelingen wird. Und wir werden viele tolle Derbys, drei steirischer HLA-Clubs in der kommenden Meisterschaft. Das heißt, zwei tolle Derbys gegen Bernbach und gegen Geoben. Also es wird eine tolle Handballsaison im nächsten Jahr sozusagen werden. Brucks Bürgermeister Strassecker hat aber nicht nur die Meisterurkunde überreicht, sondern auch den neuen Schlachtruf in Szene gebracht. Heute heißt dieser neue Schlachtruf Bruck ist Meister, Bruck ist Meister, hey! Herbert Kramer, eine Meisterfeier vor viel Publikum. Ich glaube, das haben sich die Burschen einfach verdient. Nach einer Saison, die sehr erfolgreich war, der Aufstieg höchst erfolgreich. Und jetzt wartet alles nur mehr auf die Heiler. So ist es. Die Herrschaften und die Spieler und die Trainer und die Funktionäre haben sich das verdient. Sie haben sehr hart gearbeitet, ein ganzes Jahr. Es war sehr lange, sehr knapp, ob wir es schaffen oder nicht. Aber das letzte Viertel hat dann den Ausschlag gegeben, dass sie es geschafft haben. Sie wollten es und die Zeit war reif, dass wir Meister geworden sind. Man hat auch gesehen, die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend. Jeder ergänzt jeden momentan. Ich glaube, das ist nicht nur die Freude des Aufstieges, sondern das ist einfach die gute Arbeit innerhalb des Clubs. Ja, wir haben ein sehr gutes Team jetzt, also mit den Spielern und mit den Trainern, Funktionären und auch die Fans unterstützen uns immer mehr und das spüren die Spieler und dadurch ist der Erfolg möglich. Die Fans sind ja auch in Bruck einzigartig. Bruck ist wirklich eine gewachsene Handballstadt und hat einen ganz, ganz tollen Fanclub und allein die Stimmung in der Halle, die muss man miterlebt haben und ich denke, da freuen sich die Brucker Fans schon riesig drauf. In der HLA wird natürlich die Stimmung noch um eine Klasse gesteigert werden und das wird riesig werden. Der heilige Florian ist Schutzpatron der Feuerwehr. Er wacht auch über das Gelingen so mancher Aktivitäten und zu einem Bürgermeister gehört auch eine Feuerwehr. Ja, es hat gute Tradition natürlich, dieser Florianetag und in Bruck wird er traditionellerweise jetzt seit einigen Jahren mit der Florianimesse begonnen und sehr viele Bruckerinnen und Brucker nehmen dieses Angebot der Brucker Feuerwehr natürlich gerne an und kommen hier ins Rüsthaus, haben die Gelegenheit auch das Rüsthaus zu besichtigen, die Ausrüstung zu besichtigen und damit auch natürlich beim anschließenden Fest die Feuerwehr entsprechend zu unterstützen. Wie eben erwähnt, ist die Feuerwehr mehr als nur ein Löschtrupp und viele junge Leute haben im Kindesalter den Wunsch, entweder Lokführer oder Feuerwehrmann zu werden. Und mannigfach waren die Möglichkeiten, sich bei diesem Familientag der Brucker Feuerwehr zu informieren und zu unterhalten. Wir machen uns es auch zur Aufgabe, diese Veranstaltung zu nutzen, um auch der Bevölkerung zu zeigen, was können wir, was haben wir an Fahrzeugen, man kann unser Haus besichtigen. Und wir haben auch heuer ganz speziell versucht, unser Programm in Richtung Familie und Kinder auszuweiten und hier auch an unsere Jugendarbeit anzuknüpfen, die uns besonders am Herzen liegt. Bei vielen gemeinnützigen Vereinen ist die Pflege des Nachwuchses ein wichtiger Bestandteil des Vereinswesens.
Ja, wir sind in der glücklichen Lage, eine sehr aktive Jugendgruppe zu haben. Und das ist auch das einzige, der Standbein oder das große Standbein, aus dem wir unsere Aktiven schöpfen und lukrieren können. Und es ist für uns ganz, ganz essentiell und wichtig, eine aktive Jugendarbeit zu betreiben. Und wir sind stolz darauf, dass wir eine gute Jugendgruppe haben. Mehr können es immer sein, das muss man auch sagen. Alles in allem ein Fest, wie man es sich nur wünschen kann. Der Befehl Wassermarsch wandelt sich bei diesem Florianisonntag zum Umtrunk des köstlichen Gerstensaftes. Und als Höhepunkt konnte man sich die Welt aus der Vogelperspektive betrachten. Lasst uns fröhlich singen und musizieren, war das Motto, das sich Liselotte Zechner für diesen am 30. Mai stattgefundenen Konzertabend in der Evangelischen Kirche Bruck ausgedacht hatte. Ein bunter musikalischer Blumenstrauß soll es werden und das ist ihr mit diesem Konzert auch gelungen. Es hat ja geheißen, lasst uns fröhlich singen und musizieren und deshalb habe ich auch die Sonntagsmusik eingebaut. Also wir haben am Anfang sicher ein spannendes Gefühl gehabt, aber ich glaube, es hat den Leuten gut gefallen. Wir werden natürlich einen Schwung und eine tänzerische Musik hineinbringen. Wer hat außer der Sonntagsmusik noch mitgewirkt? Die Streicher von Josef Haydn Orchester, dann das Flötenquartett mit einer, auch mit einer Kollegin Christa Stelzer, die Ingrid Blank, Adrian Anton und auch wieder Günter Jeidler. Eine große Stütze ist die Beata Firmanek aus Kapfenberg. Den Kammerchor, den ich jetzt umbenannt habe auf Kammerchor LZ. Was haben wir noch? Ah ja, die beiden Solisten, die Patricia Kröpfel, die mir immer zur Seite steht, und Stefanie Schöberl. Das sind alle beide, waren bei der Frau Reinhardt oder sind in der Musikschule bei der Frau Lehrerin Reinhardt Schülerin. Genau, das war das Schwipslied aus Eine Nacht in Venedig vom Johann Strauss, auch bekannt als Annenpolka. Das spielen auch viele Blasmusikvereine. Und ja, das macht Spaß, macht Laune und ich glaube, das hat man beim Publikum auch gesehen. Frau Professor Liselotte Zechner beschenkt uns eigentlich zweimal im Jahr mit einem ganz wunderbaren, tollen Konzert. Heute ein Konzert, Frühlingskonzert. Und sie hat ja heute schon wieder angekündigt, im Advent wird sie wieder und hat immer wieder auch eingeladen zu einem ganz besonderen Abend in unserer evangelischen Kirche. Heute war es noch einmal sommerlich und heiß. Die Höchstwerte lagen um die 30 Grad. Morgen kommt ein Tief vom Westen und bringt Wolken mit Gewittern und Regen. Die Werte fallen auf rund 24 Grad.